Im Fall um den erst 20 Jahre jungen Wachsoldaten, der vor wenigen Wochen in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt sein Leben verloren hat, ist jetzt etwas Bewegung gekommen. In ihrer Dienstagausgabe hat die Tageszeitung die Presse darüber berichtet, dass es bei der Einvernahme der Zeugen scheinbar unterschiedliche Aussagen gegeben hat. Vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung, die offizielle Geschichte, die lautete ja ungefähr so: Der junge Wachsoldat soll einen Kameraden attackiert haben mit einem Sturmgewehr im Anschlag. Daraufhin habe ihn versucht, sein Vorgesetzter zu beruhigen. Dann hat er den attackiert, mit dem Lauf des Gewehrs mehrfach auf den Kopf des Vorgesetzten geschlagen. Der 54-Jährige hat dabei eine stark blutende Kopfwunde erlitten, die später im Spital versorgt werden musste. Dann sei es zu einem Gerangel gekommen und im Laufe dessen sei ein Schuss gefallen, der scheinbar den 20-jährigen Wachsoldaten getroffen hat und sein Leben beendet hat. In den Aussagen zweier anderer Wachsoldaten sieht die Geschichte jetzt allerdings ein wenig anders aus. Die Presse berichtet unter Berufung auf Aufzeichnungen der Kriminalabteilung Wiener Neustadt, dass diese beiden Soldaten es so gesehen haben, dass es zuerst einen Konflikt zwischen einem Kameraden und dem 20-Jährigen gegeben hat. Daraufhin habe der 20-Jährige das Sturmgewehr genommen, das geladen gewesen sei, er habe es entsichert und versucht zu repetieren, woraufhin die drei Grundwehrdiener die Flucht ergriffen haben und sich versucht haben, in anderen Räumen zu verstecken. Daraufhin seien Schüsse gefallen. Dann wäre eben auch der Vorgesetzte, 54-Jährige, vor Ort gewesen, der habe eben versucht, den 20-Jährigen zu beruhigen. Das sei aber misslungen. Daraufhin wäre es zu einem Gerangel gekommen. Da war übrigens auch noch das Gewehr im Spiel. Da dürfte der 20-Jährige dem 54-Jährigen eben auch mehrfach mit dem Lauf auf den Kopf geschlagen haben. Und dann seien mehrere Schüsse gefallen. Als der 20-Jährige dann den Lauf des Gewehrs auf seinen Vorgesetzten gerichtet hat, konnte der den jungen Soldaten entwaffnen. Der Junge hat dann allerdings gleich die Waffe aus dem Holster seines Vorgesetzten gezogen und dann sei eben noch ein Schuss gefallen, das berichten die Wachsoldaten. Wer da geschossen hat, das könnten sie allerdings nicht sagen. Fix sei nur, dass der Grundwehrdiener danach regungslos am Boden gelegen sei. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, ihr Sprecher Erich Habitzel, betont, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Es stünde auch noch das Ergebnis eines toxikologischen und eines Schussgutachtens aus.